hätte man auch noch warten können, hätte man es wenigstens für die neuen Konsolen rein. Hättest du sogar noch einen geilen Starttitel gehabt. Das stimmt ja so auch nicht direkt. Wieso das denn? Ja, ich meine, das Spiel ist ja schon ewig in Entwicklung. Genau. Die hätten ja, als die angefangen haben, hatten die ja noch überhaupt gar kein Dev-Kit für die neuen Konsolen. Ja gut, aber Kantenglättung oder sowas hätte man bestimmt noch nachschieben können. Und hier und da noch ein paar Effekte und so weiter und so fort. Ich meine, die Grafik an sich war ja schon geil, ja. Ich meine, guck dir die neuen Startup-Titel, die Line-Up-Dinger doch an. Assassin's Creed 4 sieht genauso wesentlich bescheidener aus auf den Next-Gen. Aber da haben sie wenigstens einigermaßen Kantenglättung reingeballert. Das hätten sie bei GTA auch machen können. Ja. Aber ich glaube, dass sich die Konsolen noch mal viel besser verkauft hätten. Was sie sowieso ohnehin schon getan haben, wenn da noch GTA bei gewesen wäre. Ja, aber das wäre mal ein gescheiter Titel gewesen. Konsolen sind ausverkauft, um rumzustehen dann. Ich fand interessant, ich habe tatsächlich um kurzen Themeneinschub einen Artikel gelesen, dass Hollywood gegen die PC-Spiele mittlerweile abstinkt, weißt du? Wenn man überlegt, Avatar, der erfolgreichste Film bisher, brauchte 13 Tage für die Milliarde. GTA macht das quasi in 2 Nächten. Ja, die Vergleiche sind immer ein bisschen tricky, deswegen, weil Kinokarten natürlich deutlich günstiger sind als Spiele. Aber ich finde, der Vergleich hinkt trotzdem nicht, weil Spiele auch mittlerweile, wobei, die kosten ungefähr genauso viel wie Filme wahrscheinlich. Man hat länger Spaß daran. Man wird teilweise fast genauso gut unterhalten. Also ich finde, auf eine Stunde gerechnet, es geht ja eigentlich ein Schnapper. Ja. Ja, wenn man es denn, je nachdem, wie lange man es auch spielt. Also ich meine beispielsweise, für mich hat sich GTA fürs Spiel des Jahres schon alleine durch das Online-Desaster disqualifiziert. Okay. Nee, das ist für mich technisch, geht für mich gar nicht. Das ist für mich so ein Grund, der bei mir nicht mal mit reinspielt, weil das genauso, als wenn ich sagen würde, Battlefield 4 ist ein Scheißspiel, weil der Singleplayer suckt. Aber das ja machen, das geht ja auf deine persönliche Bewertung. Ja, genau, also das ist halt, keine Ahnung, spielt für mich keine Rolle, weil GTA ist für mich ein Singleplayer-Spiel und Battlefield wäre in dem Fall ein Online-Spiel. Wobei ich sagen muss, dass sich weil der Multiplayer-Modus von GTA Online, der ist so oder so nicht so mega Premium. Der ist ganz lustig. Ja, aber kommt ja wahrscheinlich auf die Erwartungen an, weil ich hatte sehr, sehr hohe Erwartungen an das Ding, was die da alles vorher versprochen haben und die Trailer sahen so fucking. Ja, aber die Aufträge waren irgendwie immer das gleiche und hier mal ein Rennen fahren. Ja, das ist halt die Enttäuschung, ja. Ja, eben. Das einzig Witzige, was ich sagen muss, war, sich gegenseitig auf den Sack zu gehen in dem Spiel. Oder, keine Ahnung, dass sich Autos überschlagen, gerade in einer witzigen Sekunde oder was weiß ich was, aber. Der Rest war jetzt eher, naja. Ja, und davon hatte ich mir einfach mehr erwartet. Und dass die Grafik im Online-Modus noch mal schlechter war als auf dem Hauptspiel. Wobei ich ganz ehrlich den Unterschied gar nicht so krass gesehen habe. Ich fand das schon. Wie häufig ich durch die Gegend gefahren bin, wo nachgeladen wurde. Also wo ich dann wirklich durch leere Texturen gefahren bin. Ja, aber das ist halt auch so deswegen, halt, was man sagen muss, klar, die haben zwar die Konsole bis an die Grenzen gebracht, aber dann ist halt auch immer so die Frage, was man so selbst davon erwartet. Keine Ahnung, wenn ich ein geiles Spiel mache und, keine Ahnung, ich zwar die Konsole an die Grenzen bringe, aber das trotzdem irgendwo, na, okay, die ganzen Konsoleros sind sowieso, was die Anti-Aliasing kennen die sowieso nicht, aber die stört es natürlich in dem Fall dann eher weniger, vielleicht nicht gar nicht, aber zumindest weniger. Aber dann, keine Ahnung, wenn ich so ein Studio wie Rockstar wäre, ich würde dann hingehen und sagen, boah, ey, ich will dieses Spiel zur Perfektion bringen, also bringen wir es für die Next-Gen-Konsolen raus, weil viel schlechter würde es sich ja nicht verkaufen. Nee, doch, es würde sich deutlich schlechter verkaufen. Ja, zumindest am Anfang. Ja. Du musst ja bedenken, wie viele Millionen Xbox ja, schon eine PS3 haben und was weiß ich. Und ja, schon klar. Aber das wäre ja nachgezogen, oder? Ich hätte auch für die PS3 die rausgebracht. Ohne Spaß. Alles andere wäre dumm gewesen. Vielleicht bringen die ja nochmal Next Gen raus und dann kassieren die doppelt. Ja, das würde ich tun. Das wäre noch schön, ja. Das wenn würde das ich tun. Aber für die Next Gen würde ich mir da tatsächlich nochmal holen. Für die Next Gen entwickeln auf keinen Fall. Vor allem da die ja auch wissen, dass Microsoft und Sony die Konsolen künstlich knapp halten. Weil es in Taiwan gibt es Lager davon, die sind mega voll. Und hier kriegst du keine. Oh das ja. So? Das ist tatsächlich so, ja. Das ist halt Apple, weißt du? Ja, also Apple-Prinzip. War ja damals beim iPhone genauso. Schön hypen und so. Klar, ich meine, jetzt sind die Konsolen schon ein paar Wochen draußen. Und die Leute sind immer noch spitz drauf, wie nach Basilumpi, weil es einfach so wenig gibt. Alter, ist da eine Letter gewesen? Okay. Aber irgendwie ist das schon traurig. Ich hätte schon gern jetzt mal langsam eine PS4 oder so. Weil zumindest Assassin's Creed oder sowas würde ich dann schon gerne. Ich finde es wirklich sehr, sehr gut. Also ja, ich habe es jetzt auch schon mehrmals gelesen, dass das echt so der beste Teil der Reihe ist. Muss man dafür dann nicht Teil 3 gespielt haben? Nö. Sepp sagt auch nö.
Ich hab ja bisher noch. Ich habe nur das erste durchgespielt. Und hier ist einfach fucking awesome. Wo ist denn jetzt die Leiter? Ach, da. Meine Güte. Ach ja. So, und ich meine, ich könnte es natürlich für den PC spielen, aber das will ich jetzt einfach mal nicht. Ich möchte mal irgendwas auf der neuen Konsole spielen. Damit die wenigstens überhaupt eine Bedeutung haben. Ja. Aber Assassin's Creed soll auch auf der PS4 besser sein als auf der Xbox One. Ja, habe ich auch gelesen. Wobei ich auf der One auch sehr zufrieden bin. Also. Wie läuft das da mit der Kantenglättung? Ist das einigermaßen erträglich? Das war das Wichtigste. Mittlerweile ist das echt für mich. Deswegen bin ich auch froh, dass es jetzt eine neue Konsolengeneration gibt, wo das einfach mal möglich ist. Weil ich finde das furchtbar, wenn du nur PC-Spiele gewohnt bist und alles glatt und smooth ist. Und wenn du dann so ein Gekrüssel da siehst, da wirst du ja wahnsinnig bei. Also zumindest ist das bei mir so. Ich finde das Bild so krass unruhig dann einfach. So, es müssen ja keine ultra super scharfen Texturen sein, das ist mir scheißegal, aber wenigstens glatte Kanten, ey. Also das ist mir zumindest nicht negativ bei Assassin's Creed 4 aufgefallen. Ja, jetzt ist die Frage, ist dir das bei GTA 5 negativ aufgefallen? Ja. Okay, na gut. Aber Assassin's Creed 4 spielst du auch für die One, während du halt GTA nicht für die One gespielt hast. Korrekt. Ja, ist schon klar, aber es geht jetzt darum, wie Peter das empfindet. Wenn er sagt, das hat ihn bei GTA auch nicht gestört, dann kann das ja bei Assassin's Creed genauso schlimm sein und das stört ihn auch nicht. Ich sag, das ist mein persönlicher Jahresblick in dem Sinne auch ein bisschen traurig, weil ich habe mir zum Beispiel bei GameStar mal angeguckt, die haben auch so eine geile Liste mit hier die Top 10 Spiele des Jahres, die so hatten. Ich habe ein einziges davon wirklich gespielt und das ist Rayman. Okay. Alle anderen habe ich nicht let's played und habe dann privat dafür keine Zeit gehabt. Außer Prison Architect, das suchtest du ja wie ein Irrer. Ja, wobei, damit bin ich jetzt durch. Da bist du echt damit durch. Kann man durch sein? Ja, du kommst halt irgendwann an den Punkt, wo du nichts Neues mehr bauen kannst, ne? Irgendwie bei Game Dev Tycoon oder sowas. Da wird das ja auch irgendwann nur noch Nummer 1 Titel und bla bla bla. Was stand denn da so auf der Top 10 Liste? Assassin's Creed, Bioshock. Aber hast du Bioshock nicht durch? Nein. Oh, Bram. Lol, oh. Ich bin im Game Mode. Lol. Ach ja, scheiße, ich war schon fertig. Du bist im Game Mode. Ich bin im Game Mode. What the fuck, Hardy? Dann darfst du das mal machen. Ja, jetzt hört mal auf, hier rumzuheulen. Ich frage mich jetzt erstmal, seit wann ich überhaupt im Game Mode bin. Weil eigentlich hättest du schon tot sein müssen, als du hier unten noch standest. Moment, ich muss doch kurz die Challenge reparieren. Ja, weil ich wunderte mich gerade, dass ich das Ding kaputt geschlagen habe. Your Game Mode has been updated. Ja, dann. Dann Bram sich reingesetzt. Dann wieder weg. Das letzte Mal hast du dich in den Creative Mode gesetzt, wahrscheinlich gerade eben. Gerade eben, ja, um hier wieder hochzufliegen und das Ding zu reparieren. Weil ohne Spaß, als er hier stand, war da wieder mega sneaky. Der hat mich gar nicht gesehen, da war ich schon da. Nee, ich hab dich tatsächlich nicht gesehen und ich hab mich auch gewundert, warum ich dann. Weil eigentlich hätte es mich direkt wegschlagen müssen. Wobei das jetzt ehrlich gesagt. Was im Game Mode, Hardy? Das kann nur cheaten. Ja, das ist betrayed, cheated, ohne Spaß, du bist das Letzte. Mal ohne Scheiß. Muss ich einfach mal so sagen, ja. In deiner Ehre sieht GTA 5 noch aus wie der letzte Gral, ey. Muss man einfach mal so sagen. War GTA 5 eigentlich auf der Top-10-Liste? Bei GameStar wäre witzig. Ja, Konsolenspiel. Na, finde ich aber gut. Ist halt objektiv. Bioshock war noch mit drauf, einfach noch mit drauf. Muss kurz überlegen. Assassin's Creed, hatte ich glaube schon gesagt. Rayman. Kein Indie-Titel. Battlefield 4 war mit drauf, COD nicht. Was? Okay. Lol. Kein Indie-Titel? Nee. Ich habe schon mehrere Indie-Titel auf Top 10 Lists gesehen, wie beispielsweise Papers, Please habe ich ganz häufig gesehen. Das muss ich mir auch unbedingt mal angucken. Das ist ganz verrückt. Du hast eigentlich nur, du arbeitest an so einer Grenze und musst eigentlich nur Papiere abstempeln. Du hast ganz klare Regeln. Und musst so und so viel Geld pro Tag verdienen, damit deine Familie überleben kann. Und das ist eigentlich ein recht langweiliger Job. Aber die bürokratischen Hintergründe werden immer komplizierter und gleichzeitig werden die Leute, die bei dir ins Land reingelassen werden wollen, deren Leben werden immer schlimmer quasi. Die erzählen dir dann furchtbare Geschichten, wo du dann halt drüber nachdenkst, die einfach reinzulassen, kriegst dafür dann aber weniger Kohle, so wenn ich das richtig verstanden habe. Und so wird das halt immer tragischer und tragischer und hat wohl ganz viele Leute sehr positiv überrascht. Oh, cool.
Wo man im Endeffekt nur Papiere stempelt. So ganz Gameplay-mäßig. Ja, ist einfach jedes Mal eiskalt. Denied, denied, denied. Geld, Geld. Wie heißt das Spiel? Papers, Please. Und The Stanley Parable. Auch ganz häufig gehört. Das habe ich auch schon gezockt ein bisschen, mit Facecam sogar. So. Das ist in der Tat sehr cool. Das verarscht halt, wie Spiele funktionieren. Das ist totaler Brainfuck. Alle durch? Jo. Ja. Adi war The Last of Us. Oh ja. Alter. Ja, hat der Peter schon wieder gezockt und aufgenommen. Ey. Stell dir mal vor, da wäre jetzt noch jemand anders auf die Idee gekommen. Musst du was ankündigen. Ja, hat einer ja umsonst aufgenommen. Wer war vor der Weihnachtspause? Ich dachte, ich hätte das gesagt. Ich kann mich an beide Titel nicht erinnern. Nee, Papers, Please habe ich auch nicht aufgenommen. Habe ich noch nicht mal gespielt. Peter nimmt einfach demnächst im Voraus schon Titanfall und Watch Dogs und The Division. Ah, tut mir leid, habe ich alles schon aufgenommen. Ja, denn die Parable gibt es schon seit Mitte des Jahres. Keiner sich für interessiert. Das stimmt. Ja, das stimmt. Wie komme ich da nicht drauf? Was soll das? Gay! Lol. Das sind immer diese Jumps mit den mega knappen Sprüngen einfach nur. Ich würde aber niemals auf die Idee kommen und Battlefield 4 auf die Top 10-Liste setzen, also ganz im Ernst. Das ist zwar ganz cool, aber es hatte am Anfang vor allen Dingen große technische Probleme und macht ja auch nichts neu. Ja, aber naja, ich muss auch mal sagen, ich habe, als wir in München waren, habe ich einen interessanten Spruch gehört von einer Person, die da war, die ich jetzt aber gerade nicht namentlich nennen möchte, die mir tatsächlich gesagt hat, wenn man neue Spiele rausbringt, muss man bedenken, dass wir einen ganz anderen Sicht auf die Sache haben. Weißt du, wir vergleichen tatsächlich die alte mit der neuen Version richtig und so, ja. Also wir setzen uns da wirklich hinter, vergleichen, jetzt macht nicht neu und so weiter. Manche Titel werden abgestraft für Sachen mittlerweile, die früher halt gemacht haben, dafür halt Bonuspunkte gekriegt haben. Während halt der Durchschnittszocker, der sich irgendwie 2 oder 3 Spiele im Jahr kauft, den interessiert das nicht. Der will einfach nur eine Fortsetzung haben, in dem Sinne, die halt ein bisschen was ändert, aber im Prinzip das gleiche Spielgefühl gibt. Und ich muss sagen, dem stimme ich so eigentlich zu. Ja, das aber ist ja, es funktioniert das nicht ewig. Also irgendwann flacht es ja auch ab, so wie bei COD beispielsweise. Ja, stimmt. Aber ich finde Battlefield 4 persönlich auch besser als BF3. Also so grafisch-technisch und so. Aber ich finde Gameplay, also vom Feeling her, finde ich Battlefield 3 zum Beispiel das bessere Spiel. Da haben die bei mir zu viel geändert. Das ist doch so wie bei Zelda. Also da haben sie, das ist doch auch auf ewig immer das Gleiche gewesen. Dann haben sie jetzt mal ausprobiert. Ihr findet diese Gegenstände nicht mehr in den Dungeons, sondern könnt frei der Reihe nachgehen. Da haben sie auch immer erstmal für auf den Sack gekriegt. So, ja, wäre voll kacke und überhaupt und bla bla bla. Ich fand das persönlich auch nicht so mega toll, muss ich sagen. Ich wusste gar nicht, aber, dass es vorher anders war. Ich habe ich Bram vorhin erzählt. Ich habe das komplette Spiel gemacht, ohne die Pegasus-Stiefel zu haben und habe nicht einmal den Boomerang gekauft. Ja, kann man ja auch so, ne? Weil früher musstest du halt auch zusammen mit den Pegasus-Stiefeln, gab es halt auch so ein Item, womit man springen konnte. Und dann konntest du halt weiter springen, wenn du beides kombinierst. So, aber früher hast du halt in jedem Dungeon einen Gegenstand gefunden, womit du im nächsten Dungeon weiterkommst. Oder auch innerhalb des Dungeons. Also du findest innerhalb des Dungeons ein Item, womit du dann letztendlich zum Endboss dann kommst. Und womit du halt auch den Endboss dann irgendwo besiegen musst. So, das ist immer ein Rezept gewesen, das gut funktioniert hat. Und jetzt war das halt so ein bisschen so, ich kaufe mir alles von Anfang und baller die Tempel einfach durch. Das fand ich jetzt auch nicht so eine super geile Lösung. Das stimmt, ich habe auch alle Sachen, obwohl ich noch in keinem Tempel war. Ja, ich habe mir die am Anfang alle direkt einfach ausgeliehen und go. So, dann Bram, was machen wir denn jetzt hier? Wir müssen da die Leiter hoch. Kriegen wir das irgendwie hin, dass wir uns darauf einigen, dass wir uns nicht schlagen? Ohne Spaß, dir vertraue ich nicht mehr. Ja gut, dann machen wir eine Straße. Nee, das ist mir scheißegal. Na gut, dann bleiben wir hier stehen. Jetzt habe ich Zeit. Nein, beeil dich. Ja? Hast du die? Nein! Nicht ganz. Ich habe übrigens das Spiel auch nur mit Schwert Level 2 beendet und nicht Level 3. Was? Ich wusste nicht, wo das vierte Master Erz war. Das war ja nicht im Dungeon. Das wusste ich nicht. Du hast dir ja durchgelesen, wo die sind, du Laberbacke. Das stimmt. Ja und?
Das ist doch, letztendlich ist es dann doch auch egal. Die Herzteile habe ich alle so gefunden. Aber ich wollte unbedingt halt die Dinger haben. Und ich wollte das Spiel nicht.